2021 ist endlich da und wir können uns wunderbar auf neue Tech-Themen stürzen und starten heute mit dem Cooler Master PKs 40. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab in 2021. Da sind wir auch wieder. Ja, wir gucken uns heute mal das Cooler Master PKs 40 an mit dem Raspberry Pi 4 Computer mit Model B. Und zwar machen wir zwei Sachen. Wir machen zum einen kurzes Unboxing, was ist in diesen beiden Kartons da drin. Und das ist Netzwerk übrigens. Und dann schließen wir das Ganze mal an und versuchen mal rauszufinden, was machen wir jetzt damit dann eigentlich mit dem Teil. Weil wir haben hier, kurz zur Info, der Raspberry Pi 4 Computer, der dabei war, Model 4, 4 GB RAM, 64-Bit Quad-Core-Prozessor. Wir haben zwei Micro-HDMI-Ports, zweimal USB 3, zweimal USB 2, Gigabit Ethernet, Wireless, Bluetooth, und ist sogar PoE-kompatibel. Das heißt, mit dem kleinen Teil sollten wir eigentlich in der Lage sein, das eine oder andere umzusetzen. Vielleicht als kleiner Media-Player oder sonstiges. Wir gucken mal an, was wir damit alles machen können. So, erstmal, wie komme ich an das Case? Es gab bei Cooler Master, die hatten auf Kickstarter eine Kampagne gemacht, wo es eben dieses Case angeboten hatten. Ich habe mich da offensichtlich daran beteiligt. Und habe dann so eben ein Case plus eben den Raspberry dann letzten Endes bekommen. Und wir gucken es uns mal einfach an, wie das Ganze dann ausschaut. Wir haben einen schönen Karton mit einer Anleitung, wie wir offensichtlich dann den Raspberry hier dann drauf packen. Wir haben hier, das sieht aus wie eine Halterung. Ja, genau, das sind so Plastikhalterungen, damit können wir es irgendwo an die Wand machen oder vermutlich so eine Weserhalterung, vermute ich. Wir haben 4 Schrauben und einen Imbusschlüssel, sehr gut. Zum Glück habe ich dafür das iFixit-Kit, falls wir was schrauben müssen, das macht es ein bisschen einfacher. Und wir haben das tolle Case hier. Und ja, das ist das Case. Sieht interessant aus. Gumminoppen, dass es nicht rutscht. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Irgendwie die Haut hier fühlt sich an wie Gummi an hier außenrum. Ich weiß nicht, was das für ein Material ist. Auf jeden Fall, das hier ist Wall Mounting. Das sieht man hier innen drin. Da ist die komplette Anleitung. Also oben, wie man dann den Raspberry einbaut. Und unten dann noch, wie man die Wandmontage dran macht. Sehr, sehr cool. Es fühlt sich nicht an wie Plastik. Es ist irgendwie, vielleicht ist es auch Plastik, aber es hat einen interessanten Feel. Also es hat einen Grip. Also es ist, man rutscht nicht, wenn man hier rüber fährt, sondern es ist wirklich wie eine Bremse, wie eine Art Gummi. Das finde ich interessant und auch sehr gut. So. Aha, jetzt können wir das hier praktisch dann so auseinanderbauen irgendwie. Ah, hier unten das so rausziehen. Aha, okay, es ist tatsächlich Gummi hier. Also wir haben hier, das ist hier oben ist Metall. Das sollte Metall sein. Wir haben dann hier unsere Anschlüsse, unsere Konnektoren. Gucken wir mal eben, wenn wir das die Klappe vorne abmachen, dann können wir das Ganze noch erweitern mit den Pins. Also das ist praktisch so ein Erweiterungspin, was man vom Raspberry eben kennt. Sehr interessant. Ja, und hier haben wir dann offensichtlich den Kühlkörper für die CPU dann offensichtlich. Interessant, das hier ist einfach nur Kunststoff mit, wie gesagt, hier Gummifüßen und hier seitlich dann eben so Gummierungen noch außenrum.
Okay. Designed by Cooler Master. Sehr schön. Okay, dann haben wir das Gehäuse. Dann gucken wir uns mal die Schönheit hier an. Und hier haben wir entsprechend dann den Raspberry selbst. Wir haben eine Anleitung hier. Okay. Mit der ich nicht viel anfangen kann. Ich kann mit diesen Bildern nicht anfangen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich weiß nicht, was mir diese Bilder sagen wollen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich soll das Manual lesen, rausholen. Ich darf es nicht in eine Plastiktüte tun, glaube ich. Ich darf nicht drauflangen. Und ansonsten, ich glaube, Bedienungsanleitung lesen. Seitlich anfassen, also nicht so, wie ich es gemacht habe. Wir sollen es in die Plastiktüte packen, damit es nicht überhitzt. Mich drauflangen, während es an ist. Und was auch immer das hier sein soll. Keine Ahnung. Gut. Nehme ich mal alles so hin. So. Wir haben zwei Wärmeleitpads hier auf jeden Fall drin, die mit dem Gehäuse kamen. Ich muss mal eben gucken, wo sollen die hin? Also das Wärmeleitpad kommt auf die CPU drauf, auf den Chip. Also das sieht man hier in der Anleitung, was man da sieht. Hier ist das Wärmeleitpad, das muss eben auf die CPU drauf, beziehungsweise es muss auf den Kühlkörper aufgetragen werden. Und dann packe ich den Raspberry drauf. Ich glaube, sie haben zwei mitgeliefert, falls man es vergeigt. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Das heißt, was wir erstmal machen, ich hole einen Zewa und dann den Alkohol, damit wir es mal ganz kurz sauber machen können, weil das wird dann am Ende einfach so hier drauf gesteckt. Wobei ich mich frage, ob es nicht besser wäre, wenn man einfach Wärmepaste drauf tut. Das müsste das deutlich besser sein als die Wärmeleitpads. Ich weiß nicht, ob das von der Dicke her, weil die recht dick sind, das dürften 1 mm, 0,5 ist es glaube ich nicht. Es dürfte 1 mm sein, weil 0,5, das kenne ich vom CPU-Block, die waren glaube ich ein bisschen dicker. Die 1 mm. Bin mir nicht sicher, das ist das Pad. Ich bin mir nicht sicher, ob es 1 mm ist oder 0,5 mm. Aber auf jeden Fall, das kann ich mit Wärmeleitpaste nicht kompensieren, diese Dicke dann. Naja, gut, ich hole eben Alkohol und dann machen wir es ganz kurz auf. So, also, sauber gemacht ist es. Pad ist entsprechend drauf. Ich mache das mal gerne nochmal mit Alkohol im Vorfeld sauber. Einfach, damit das relativ entspannt ist und wir keinen Schmutz und so weiter drauf haben. So, jetzt wird das ganze Teil einfach genommen und hier relativ unspektakulär drauf gesteckt. Das Tolle ist, man kann nicht viel falsch machen, weil es ist dann richtig... ein bisschen gefummelt, bis es dann richtig, sobald alle Anschlüsse hier einfach das sauber dann
reinkommen. So. Irgendwie so. Ja, das ist ein bisschen gefummelt. Ich muss das hier in das Gummi erst so durchfädeln, glaube ich. Geht das so? Ich glaube, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Es wirkt so halbrichtig, sagen wir es mal so. Ist das hier weg? Nee. Er ist so halb drauf. Irgendwie ist das ein bisschen ein Gefrickel, das hier drauf zu machen. Also, weil diese Kontakte hier, die wir hier sehen, also die hier, diese Kontakte müssen hier drauf gepresst werden, Beziehungen müssen da reingesteckt werden. Das ist gar nicht so einfach. Ich versuche es mal ein bisschen mehr Licht. So ist uns richtig aligned. Jetzt ist drauf. So, haben ein bisschen mehr Licht gebraucht. So, und schon ist es dran. Jetzt. War doch relativ einfach, muss es bloß richtig machen. So, dann haben wir das drauf. Was wir haben, USB-C, zweimal Mini-HDMI oder Micro-HDMI und dann eben den Stromanschluss und hier zweimal USB 2.0, USB 3.0 zweimal und eben Gigabit Ethernet. So, das heißt, wir sind dann soweit hier mit durch und dann können wir entsprechend einfach diese Backplate draufschrauben. Das Einzige, was fehlt tatsächlich, ist, da muss ich mal gucken, ob ich noch eine habe, was mir ich nämlich vergessen hatte. Wir brauchen eine Micro-SD-Karte und ich glaube, ich habe keine mehr. Das muss ich mal gucken. Ansonsten unterbrechen wir das Video und ich besorge eine oder machen wir den Teil im Nachgang, sobald ich eine habe. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass die Micro-USB ja haben. Also so Micro-SD-Karten. Und da muss ich gucken, ob ich noch eine habe. Aber das schauen wir uns an. Erstmal schauen wir uns an, wie das Ganze zusammengebaut wird. Grundsätzlich gehört das jetzt so rum dann hier drauf. Der Gummi interessanterweise gehört dann irgendwie nach außen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier so drauf friemeln. So. Okay, so, dann wird es hier einfach so drauf gesteckt. Klack. Auch wenn es nicht richtig dran ist. So, jetzt hat es Klack gemacht. Ist komplett dran in der Theorie und das ist relativ cool. Habe ich jetzt hier. Kann ich einfach hier das hochklappen, dieses Gummiteil, und habe dann direkt Zugriff auf den Micro-SD-Slot. Das heißt, man kann das wunderbar alles zusammenbauen, ohne dass man jetzt Probleme hat, beziehungsweise ohne dass man das nochmal zerlegen muss. Und dann können wir das einfach zusammenschrauben und dann ist das Case mit dem Raspberry fertig. Und dann brauchen wir bloß noch eine entsprechende Micro-SD-Karte und die organisiere ich dann entweder von einer, die hier noch rumliegt, oder die ich sonst noch wo habe. Und damit ist zumindest das Gehäuse an sich mit dem Raspberry und allem komplett fertig. Finde ich gut. So, und jetzt holen wir uns eine Micro-SD, stecken die rein und schauen, was passiert. So, in der Zwischenzeit ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen und ich habe eine neue SD-Karte jetzt bestellt, damit wir den Raspberry entsprechend dann installieren können. Und zwar machen wir Folgendes, wir gehen auf die Raspberry-Webseite und dann können wir uns hier beispielsweise komplett nach unten durchscrollen, sehen verschiedene Geräte und so weiter und so fort. Was für uns aber wichtig ist, ist so ein bisschen
das Quick Start Guide eigentlich. Man kann das relativ einfach machen, indem man beispielsweise hergeht auf All Products. Dann kann man runterscrollen, sein Produkt auswählen, was man entsprechend dann hat. Und dann gibt es hier eine entsprechende Get Started Page. Da können wir hier auch draufklicken. Und dann kommen wir darauf, was man alles tun muss letzten Endes. So, was brauchen wir alles? Das heißt natürlich Stromzufuhr und so weiter und so fort. Wenn wir uns hier komplett dann durchklicken, beziehungsweise durchscrollen. Und am Ende natürlich Setup SD Card. Und hier ist dann ein Guide, wie das funktioniert. Wir können aber auch einfach auf die Download-Page dann gehen, beziehungsweise raspberry.org/software und können uns dann den Operating System Imager für zum Beispiel Windows runterladen. Den habe ich mittlerweile auch schon installiert. Das heißt, den können wir einfach entsprechend dann starten und dann können wir einfach sagen, Operating System auswählen. Wir nehmen einfach hier jetzt zum Beispiel das Recommended System, Raspberry Pi OS 32-Bit. Dann wählen wir die SD-Karte aus. Das ist jetzt hier ein neues Laufwerk. Laufwerk F in meinem Fall ist einfach ein SD-Karten zu USB-Converter. Und dann sagen wir Schreiben. Dann sagt er, müssen alle Daten gelöscht werden. Da sage ich Ja. Und dann fängt er jetzt an, das Betriebssystem bzw. das Ganze auf die SD-Karte zu packen. Das heißt, wenn er damit dann fertig ist, das Ganze sauber durch ist, können wir die SD-Karte in den Raspberry reinstecken und dann auch davon das System dann starten. So, also, ja, wie wir sehen. To install the screen reader, press Ctrl Alt Space. Nein, will ich nicht. So, fantastisch. Die Game Capture-Karte mag mich, glaube ich, gerade nicht. Wie man sieht. Den Raspberry haben wir jetzt soweit dann fertig gemacht. Ich starte das Ganze bloß nochmal kurz neu. Einfach um sicher zu gehen, dass das Ganze funktioniert. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach die SD-Karte jetzt in den Raspberry gesteckt und wir können jetzt hier praktisch dann direkt loslegen und dann das ganze System dann konfigurieren. Das heißt, Raspberry OS ist ein Debian Derivat, also ein Linux-System, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir können damit jetzt dann praktisch dann direkt einfach loslegen, verschiedene Applikationen drauf installieren etc. Beziehungsweise auch zum Beispiel ein kleines Media Center draus machen und so weiter und so fort. So, welcome to Raspberry. Before you start using it, there are a few things to set up. Okay, dann machen wir das mal. Country. So, das ist praktisch die komplette Installation dann, wie man das Ganze macht. Also ich bin gerade sehr gespannt, ob ich das so hinkriege mit diesem Setup. So, Language German, Berlin, use English Language, use OS Keyboard. Nein, das machen wir auf keinen Fall, weil ich mag das englische Keyboard nicht, damit komme ich nicht klar. Ist aber auch nur eine Sache der Gewohnheit, sage ich dann mal. So, Changing Password. Passwort. So. So, Setup Screen. Desktop should fit the entire screen. The screen shows a track border around the desktop. A black border. Okay, ich sehe es. Schau mal. Searching for networks. Okay. Wi-Fi Network brauchen wir nicht, weil ich habe das direkt im Netzwerkkabel dann drin. Update Software. Okay. So. Das heißt, das ist praktisch die ganze Magie dahinter. Das heißt, wir nehmen praktisch diesen Software-Installations, diesen Imager, der kümmert sich darum, dass die Software alles draufkommt. Und dann könnt ihr mit dem ganzen Start, also ihr müsst nichts weiter tun, als die SD-Karte in den Raspberry reinstecken. Und dann könnt ihr hiermit dann direkt auch loslegen. Das heißt, es gibt da nicht viel zu tun. Sobald ihr das Gerät anschließt, funktioniert das auch. Dazu muss ich eine Sache sagen. Ich hatte im initialen Teil, wo wir das den Zusammenbau gemacht haben bei der Portvorstellung, habe ich gesagt, das ist ein USB-C-Port. Ja, es ist ein USB-C-Port, aber das ist die Stromversorgung für das Gerät. Das ist ganz wichtig, dass es da um die Stromversorgung dann geht, dass ihr damit dann das ganze Teil entsprechend dann auch mit Strom versorgt, damit ihr es nutzen könnt. So, keine Ahnung, wie lange dieser Update-Prozess hier jetzt dann genau dauert, aber prinzipiell, das ist soweit jetzt erstmal die ganze Grundmagie. Und jetzt könnt ihr natürlich dann loslegen.
je nachdem, was hier alles drauf ist. Das Bild ist sehr klein tatsächlich. Es ist ein VLC Media Player drauf, das heißt, ihr könnt verschiedene Sachen damit tun. Es ist bestimmt auch irgendwo ein Browser drauf. Ich frage mich nur eben mal, kann ich hier irgendwie eine Suche machen? Gibt es hier sowas wie ein Firefox drauf? Bestimmt, oder? Ich habe keine Ahnung. Dann gibt es hier einen Browser. Ich weiß es nicht. Ich habe das System selber noch nie installiert. Programme. Proton, bla bla bla. Ach ja, vielleicht sollte man auf die Internetkugel gehen. Browser. Das wäre hilfreich, wenn man auf diese Internet-Dinge zählt. Ich stehe auch Internet. Chromium Webbrowser steht ganz groß da. Und ich habe es nicht gesehen. So. Installing Update. Wir haben hier den Chromium drauf. Das heißt, ist relativ cool. Wir können ganz normal browsen. Also es ist wie ein normaler Desktop, sage ich mal. Außer, dass es eben so ein kleines Kästchen ist. Und können dann natürlich auch entsprechend, wenn man sich nicht vertippt, auf die jeweiligen Seiten gehen. Kann ich das hier größer machen? Das ist nämlich alles sehr klein. Kann man das hier irgendwie maximieren? Ich bin absolut kein Linux-User. Also was heißt kein Linux-User? Linux-User schon, aber kein Desktop-Linux-User zum Beispiel. Das bin ich absolut gar nicht. Was nur erstaunlich ist, also von der Geschwindigkeit her sieht man schon, es ist jetzt keine absolute Rennmaschine. Es kann natürlich sein, dass er hier gerade mit dem Update im Hintergrund, dass er da relativ viel Ressourcen frisst. Jetzt läuft der Browser abgeschmiert, bin mir nicht sicher. Vielleicht aktualisiert er ihn auch gerade. Hide. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Filter. Ich habe keine Ahnung. Also ich konnte selber nicht lesen, weil das so klein ist. Ja, auf jeden Fall, das ist prinzipiell dann mal die grundlegende Einrichtung, Installation. Jetzt kann man natürlich hergehen, kann weitere Applikationen installieren, kann das Ganze weiter customizen und so weiter und so fort, dass man am Ende einen sauberen Stand dann hat. Ich warte jetzt einfach, bis das Update dann durch ist und dann sehen wir uns nochmal kurz zum Review des Ganzen. So, ja, wie man sieht an Haaren und Klamotten sind ein paar Tage jetzt vergangen. Ich habe mal ein bisschen rumgespielt jetzt und prinzipiell an sich, in der Theorie, funktioniert der Raspberry jetzt ohne Probleme. Allerdings mit einem großen Asterisk, weil, ja, sobald man irgendwas macht, schmiert er sofort ab. Also, egal ob man jetzt, ich habe Kodi drauf installiert, habe ein Testvideo mal gestartet, friert sofort ein, wenn man das Playback startet. Ich bin auf YouTube gegangen. Einfach nur ein simples Video gestartet, ging sofort alles den Bach runter, also ihr friert sofort ein. Danach tut sich nichts mehr. Ich habe ein paar andere kleinere Hardware-Tests noch gemacht, so Stress-Tests, die ich auf Linux gefunden habe. Sobald die losgehen, fupp, ist das System tot. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, die CPU überhitzt. Das konnte ich aber bisher noch nicht wirklich sauber testen. Das Einzige, was ich gesehen habe, dass die Stock-Temperatur ist, ist 44 Grad, beziehungsweise teilweise 45, 46 Grad, ohne dass die CPU was macht. Und ja, danach, sobald ich irgendwas starte, schmiert das System sofort ab, ohne dass die Sensoren geupdatet werden. Das heißt, ich weiß nicht, ob es an der Temperatur liegt oder an was anderem. Vielleicht ist auch die Speicherkarte dafür nicht geeignet. Das ist einfach so eine SanDisk extra, die man auch in die Switch zum Beispiel packen soll oder in so Videokameras, die eben eine hohe Schreibrate entsprechend dann haben, also dieses UHDC10 oder was auch immer das ist, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, keine Ahnung, an sich, das Gehäuse ist top, das Gehäuse sieht gut aus, was natürlich bedeutet, wenn es die CPU ist, die zu warm wird letzten Endes, muss ich mal gucken, ob es wirklich daran liegen sollte, ob das vielleicht das Wärmeleitpad nicht richtig drauf ist oder ob hier gegebenenfalls einfach ich dann doch mal mit das Ganze mit Wärmeleitpaste versuche, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es die Temperatur ist, vielleicht ist auch einfach das Board an sich defekt, also der Raspberry, weil wie gesagt, sobald ich nur ein reines YouTube-Video mache, fuck. Ist er sofort tot. Nichtsdestotrotz, das war so ein bisschen das Unboxing, der erste Eindruck zu dem Cooler Master Case. Dieses Case an sich finde ich sensationell gut.
Jetzt muss bloß noch alles andere funktionieren. Was ich auf jeden Fall machen will, ist, ich will ein Follow-up-Video dazu machen, weil ich habe mit dem Teil ein bisschen was vor. Und das würde ich dann entsprechend auch in einem separaten Video dann machen, weil wenn das Teil so funktioniert, wie es funktionieren soll, da werde ich jetzt noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen testen dann damit, kann man da bestimmt das ein oder andere Lustige mitmachen. Vielleicht ist es ja auch was dann für euch, wo ihr denkt so, jo, das ist eine mega gute Idee, damit können wir bestimmt ganz gut umgehen. Ja, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch zumindest rudimentär ein bisschen weitergebracht, ein paar Infos gegeben. Links zu allem findet ihr unten in der Videobeschreibung, auch entsprechend dann zu meinem Gaming-Kanal und meinem Overwatch-Kanal, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten abonniert gerne auch diesen Kanal für mehr Content, lasst ein Like, damit euch das Video gefallen hat. Ansonsten gerne auch einen Daumen nach unten geben mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Folgt mir auf Twitter. Geht, joint den Discord oder Instagram oder sonst irgendwas, wenn ihr Lust drauf habt. Und jetzt lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis nächste Woche dann, zum nächsten Video dann. Tschüss! Und danke fürs Zuschauen. Tschüss!